Dankeschön für die Einladung. Danke, dass wir heute hier sprechen dürfen. Man merkt, es kommen jetzt immer so nach dem Mittagessen immer mehr Leute rein, weil sie gehört haben, es gibt gratis Wein hier. Also ihr müsst keine Angst haben, wir haben hier eine Flasche und es gibt dann später auch noch, falls noch jemand mitkosten möchte, auch was zu trinken. Wir stellen uns erstmal vor, ich bin Alex, ich arbeite seit vielen Jahren als Kulinarikjournalist in Österreich, in Wien, unter anderem für die Tageszeitung Der Standard und beschäftige mich schon seit sehr langer Zeit mit Essen und Trinken. Und irgendwie lag dann so der Podcast auf der Hand. Und wie es dazu kommt, kannst du vielleicht kurz erzählen. Genau, ich bin Verena, ich arbeite als freie Aufnahmeleiterin in Deutschland und der Alex und ich haben uns vor 5 Jahren kennengelernt. Beide festgestellt, dass wir sehr an Kulinarik und ich vor allen Dingen an Wein interessiert bin und wir haben uns lange überlegt, wie kann man das den Menschen näher bringen. Unser Hauptthema ist Naturwein, da gehen wir gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Und sind auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir müssen das irgendwie hörbar machen. Wir müssen Menschen einen Zugang zu Kulinarik verschaffen, indem wir darüber erzählen. Jeder, der den Standard kennt, der kennt auch die Standard-Community, also der Standard.at oder der Standard.de. Und da habe ich einfach auch bei den Artikeln, die ich geschrieben habe über Essen und Trinken, immer wieder gemerkt, dass das Thema sehr emotionalisiert, dass das Thema jeden betrifft, weil jeder von uns muss essen und jeder muss auch trinken. Und es ist auch ein Thema, wo jeder denkt, mitreden zu können. Das einzige Thema, wo es ein bisschen schwierig wird, ist tatsächlich Wein, weil Wein für viele sehr komplex ist und genau damit wollen wir auch so ein bisschen aufräumen, weil Wein ist eigentlich sehr einfach. Wein ist, soll einfach Spaß machen, Wein soll gut schmecken und soll auch irgendwie uns so durch gewisse Situationen begleiten. Weil wir das jetzt noch mal ein paar Mal erwähnen werden, um das ganz kurz nur anzugreifen, das Thema Naturwein. Es geht da praktisch wirklich um einfach vergorenen Traubensaft. Da werden keine Zusätze hinzugefügt, das wissen die meisten nicht. Es fällt nicht unter das Lebensmittelgesetz, also darf da alles reingepanscht werden. Es ist eine relativ kleine Community, die international super groß ist, in Deutschland und Österreich aber noch relativ klein. Und weil wir dieses Thema verbreiten wollen, haben wir gesagt, okay, das wird auf jeden Fall eine unserer Hauptrubriken werden, über die wir einfach berichten. Genau. Was uns wichtig war, ist, dass wir keinen klassischen Essens- oder Trinken-Podcast machen wollten. Also wir wollten nicht so klassisch jetzt 50 Minuten, so lange dauert der Podcast in der Regel bei uns, einmal in der Woche, wollten jetzt nicht klassisch nur über das Thema Wein oder nur über das Thema Essen sprechen, sondern der Wein spielt eine wichtige Rolle und auch die Kulinarik. Aber tatsächlich ist es mehr ein Unterhaltungsformat und das aus dem einfachen Grund, weil wir wollten, dass wir das Thema Wein in einem sehr entspannten und lockeren Rahmen auch unseren Hörern und Hörerinnen näher bringen können. Das funktioniert jetzt nicht, wenn wir 40, 50 Minuten über einen Wein sprechen, über das Terroir, über das Klima, über die Traubensorte, sondern das funktioniert eben nur, wenn wir jetzt irgendwie gemeinsam am Tisch sitzen würden und ich mache eine Flasche Wein auf und jemand sagt, boah, das schmeckt gut, was ist das? Und dann erzählen wir einfach so ein bisschen. Und das Interessante bei uns ist vielleicht auch, dass gerade in Österreich, wir nehmen ja miteinander auf, also Verena sitzt in Köln, ich sitze in Wien und in Österreich ist das Thema Unterhaltungspodcast noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, wenn man es beobachtet und deswegen ist es, finde ich, ganz spannend, dass wir das auch in Österreich jetzt so ein bisschen vorantreiben, dass wir auch ein bisschen Entertainment reinbringen, verknüpft mit ein bisschen Weinwissen. Ich weiß nicht, ob ihr grundsätzlich schon mal die Wein-Podcasts gehört habt, die es sonst so auf dem Markt gibt. Das ist eigentlich genauso die Sprache der Sommeliers, die für ganz viele einfach überhaupt nicht animierend wirkt. Also wenn ich höre, dass irgendwie der Wein nach einem Autoreifen schmeckt oder das Terroir sonst irgendwas, dann denke ich mir, es klingt interessant, aber schwierige Nummer. Wir wollen einfach, dass jeder sich damit identifizieren kann, weil es ist einfach ein Produkt, was Spaß macht und in Österreich versuchen wir ein bisschen das Podcast-Thema voranzubringen, in Deutschland ein bisschen das Naturwein-Thema. Also die schönste Beschreibung, die ich gefunden habe, tatsächlich über Wein war, schmeckt nach eingerittenem Damensattel. Das fand ich durchaus spannend, weil... Also wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht, die eingerittenen Damensattel? Und deswegen finde ich auch, es muss so eine Leichtigkeit haben und es muss vor allem unsere Hörerinnen und Hörer müssen halt auch was damit anfangen können. Das heißt, wir haben einen klaren Auftrag und der lautet,
Menschen auch so ein bisschen zu begeistern für Naturwein, weil uns das Thema einfach sehr am Herzen liegt, aber auch für ganz besondere kulinarische Produkte. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn man das auch schon selbst mal gerochen, geschmeckt hat. Ich bin halt auch sehr viel unterwegs als Kulinarikjournalist und bei uns im Burgenland zum Beispiel wird seit letztem Jahr Ingwer angebaut. Und wenn man einmal in so eine Ingwerknolle gebissen hat, also nicht die, die man hier bei Rewe findet, dieses getrocknete, über Wochen lang gelagerte Ingwer-Ding, sondern so eine richtig frische aus der Erde, wie man sie in Japan beispielsweise überall kriegt, dann muss man sagen, das macht dann einfach auch Spaß, darüber zu sprechen und das zu beschreiben. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man es auch selber mal probiert hat. Und genauso ist es mit Wein. Also bei Wein ist es sehr ähnlich. Wir verkosten in jedem Podcast, in jeder Folge, verkostet Verena eine Flasche und ich eine in Wien. Und wir erzählen uns dann einfach darüber. Nicht die ganze Flasche. Nicht die ganze Flasche natürlich. Nein. Also so. Genau. Genau. Aber um jetzt nicht zu sehr inhaltlich zu gehen, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen grundsätzlich über den Podcast, wie wir den aufbauen, reden. Wir haben verschiedenste Rubriken, denn wir glauben, wenn wir nur über Wein berichten würden, wäre das für einen Großteil langweilig. Deshalb haben wir auch ist es auch ein Unterhaltungsformat, muss man ganz einfach sagen. Wir haben auch andere Rubriken. Also genau, also die Weinrubrik, die heißt bei uns der Burner der Woche. Das ist so quasi der Wein oder das Getränk. Es ist nicht immer Wein, es kann auch manchmal eine Spirituose sein. Bei Verena ist es meistens oder fast immer Naturwein. Bei mir ist es, ich sag mal so 50-50, mal ist es Naturwein, manchmal ist es auch eine Spirituose, die ich irgendwie sehe, probiere und mir denke, wow, das ist einfach super. Wir haben vor allem im deutschsprachigen Raum einen wahnsinnigen Spirituosenmarkt und auch einen extremen Nachwuchs, was das betrifft. Und da werden dann Dinge wie Korn zum Beispiel oder Wodka, das viele von uns mit Kopfschmerzen verbinden, halt einfach von richtig coolen, jungen Produzenten gemacht. Und das ist auch wert, das irgendwie zu fördern. Und das, wenn es dann auch noch gut schmeckt, dann ist es natürlich optimal. Aber wir haben auch andere Unterhaltungsrubriken, die gar nichts mit dem Thema Wein zu tun haben. Einfach, um ein bisschen eine Struktur reinzukriegen in den Podcast, aber auch natürlich, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Eine Rubrik, die wir haben, nennt sich zum Beispiel der Hate-Moment der Woche. Also es ist ja auch so, wir hören uns ja die Woche über nicht, sondern dann tatsächlich nur zum Podcast. Zum Podcast, ja. Und dann ist es so, dass ich dann sage, Verena, was ist denn dein Hate-Moment diese Woche gewesen? Also was hat dich so richtig geärgert? Also Dinge, die wir alle irgendwie kennen aus dem Alltag. Was wäre das zum Beispiel heute? Dass in der Bahn die Menschen nicht aufstehen für alte Menschen, die gerne den Sitzplatz bräuchten. Das wäre so mein Hate-Moment. Okay. Ja. Okay. Und deiner so? Mein Hate-Moment war tatsächlich gestern hier in Köln. Ich habe ja auch lange Zeit hier in Deutschland gewohnt und ich muss sagen, für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass im Jahr 2019 in ganz Köln es, glaube ich, 5 Cafés gibt mit WLAN-Zugang, mit gratis WLAN-Zugang. Das ist für mich als Österreicher nicht nachvollziehbar, weil bei uns das mittlerweile, glaube ich, an jedem Imbissstand möglich ist. Also das war so mein Hate-Moment. Eine andere Rubrik, die heißt bei uns das Geständnis der Woche. Also da ziehen wir richtig blank. Da sagen wir auch, okay, da erzähle ich jetzt mal was ganz Persönliches von mir. Also, hättest du was? Mir fällt gerade nichts ein, Alex. Das ist immer einfacher ohne Vor Publikum. Vor Publikum ist schwierig, ne? Ja, also mein Geständnis wäre jetzt zum Beispiel ad hoc, dass ich, bevor wir hier hingekommen sind, hier auf eine Straßenlaterne unseren Sticker geklebt habe. Ein harmloses Geständnis heute. Also so, aber es sind immer Geständnisse, die uns irgendwie so im Alltag begleiten. Genau, also wie gesagt, der erste Auftrag ist es, Offenheit zu schaffen für neue Produkte, für neue Weine, aber auch so ein bisschen den Menschen die Scheu zu nehmen vor dem Wein und auch vor allem vor den Beschreibungen. Und da haben wir beide eine ganz gute Kombination, weil Verena den Wein immer ganz anders beschreibt als ich. Also bei mir geht es meistens sehr um Aromen, um Mundgefühl, um Farbe. Bei mir geht es eher um die Stimmung. Was verbinde ich damit? Zu welchem Anlass würde ich den Wein präsentieren? Ja, macht der Spaß? Zieht der mich runter? Also es ist eher sehr emotionalisiert, wie ich den Wein beschreibe.
Genau. Ja, wir haben jetzt relativ viel über den Wein gesprochen. Deshalb würde ich sagen, wir haben eine Flasche mitgebracht. Wie das mal so grundsätzlich aussehen würde. Genau. Alex, ich bereite mal vor. Bereite mal vor. Es geht uns nicht nur um das bloße Produkt. Ich glaube, das hat man jetzt schon ein bisschen mitbekommen. Es geht uns auch darum, so ein bisschen die Menschen, die dahinter stehen, vor den Vorhang zu holen, weil davon lebt halt auch ein Produkt und davon lebt auch der Wein. Ja. Weil man muss sich vorstellen, in dem Fall ist es ein Winzer aus Österreich, Hans-Peter Harrer oder H.P. Harrer, wie wir ihn in unserem Podcast gerne nennen. Der kommt aus Neusiedl im Burgenland, ist ein Naturwinzer, ein Quereinsteiger, dem es sehr am Herzen liegt, die uralten Weinreben und Weingärten zu erhalten und fügt dem Wein nichts zu. Das heißt, es ist nicht nur im Weingarten nicht gespritzt, nicht irgendwie behandelt, sondern auch im Weinkeller dann wird er nicht filtriert, es wird keine Fremdhefe zugesetzt, der hat eine Spontangärung und wird vor allem nicht geschwefelt. Das ist so das Hauptding, was viele Naturweintrinker, warum sie Naturwein trinken, weil sie sagen, so hier kriege ich keinen Kopfschmerz von dem Schwefel, der den fast allen Weinen zugesetzt ist. Und in dem Fall haben wir ein Petnat. Das ist ein Petit Leur Naturel, also sprich übersetzt natürlich prickelnd. Und der wird sozusagen tatsächlich während der Gärung in die Flasche abgefüllt, entwickelt dadurch eine natürliche Kohlensäure und kann man so ein bisschen vergleichen mit Sekt Prosecco. Hier in dem Fall ist es Pinot Noir, also eine Rotweinsorte, die vor allem bei uns im Burgenland sehr verbreitet ist. Ja, ich hab's gesehen. Ach so, ist das mein Glas? Natürlich. Danke, das sind wir ja nicht gewohnt, dass wir zusammen trinken. So. Wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, was ich sofort sagen würde, das ist eine ungewöhnliche Farbe. Ich würde es beschreiben als eher trüb, nicht stark rot, sondern eher in der Orangeform. Würde die Flasche auch beschreiben, würde erklären, was auf dem Etikett zu sehen ist. Also ein sehr cleanes Etikett, wo es überhaupt nicht auffällt, was habe ich da eigentlich in meinem Glas. Und dann kannst du mal trinken. Ja, Prost. So, also ich würde sofort sagen, das ist ein fruchtiger Wein. Ich sitze hier mit Freunden zusammen irgendwie bei einem Grillfest. Den hole ich mir auf jeden Fall und habe Spaß. Ja, bei mir, es hat natürlich die Farbe, das ist ein Rosé und hat lustigerweise für einen Petnat relativ wenig Perlage, also er moussiert nur ganz zart am Gaumen und hat eine unglaubliche Frische. Also ich finde, das ist ein richtig schöner Sommerwein. Der Sommer steht ja vor der Tür. Er hat jetzt nicht diese klassischen Kirscharomen, er hat auch nichts Florales, was man oft da drinnen findet, sondern er hat eine wahnsinnige Lebendigkeit, also man Erdbeere. Merkt auch, Erdbeere hat es ein bisschen, ja, das stimmt. Es ist halt ein lebendes Produkt und das schmeckt man auch und also wir haben hier dann auch noch ein paar Becher, also ihr könnt dann gerne nachher noch probieren. Ja, und das Gute ist, der entwickelt sich dann auch noch an der Luft ein bisschen, das heißt, wir lassen jetzt auch ein bisschen stehen und probieren ihn dann gleich nochmal. Was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass wir eine richtig gute Community aufgebaut haben, nämlich eine Community vor allem im Genusssektor, also sprich mit Winzern, Sommeliers, Gastronomen, Gastrojournalisten, Influencern. Weinfluencern. Weinfluencern. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gehen wollen, ist, dass wir gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen in Kontakt treten. Also wir haben da Ideen, zum Beispiel, dass wir schon vorab ankündigen, was wird der nächste Burner der Woche sein, wo könnt ihr euch den holen und dann verkosten wir mal gemeinsam und dann sagt uns jeder so ein bisschen, was schmeckt er, was riecht er, womit verbindet er den Wein, weil darum geht es auch so ein bisschen, sich auszutauschen und einfach auch ein bisschen zu verstehen, dass das kein Hexenwerk ist. Also man muss halt sagen, dass die Naturwein-Szene eine totale Nische ist, dass dieser Podcast niemals
etliche tausende Hörer haben wird, war uns von vornherein klar. Es ist aber erstaunlich, dass innerhalb kürzester Zeit wir dort wirklich eine Community haben. Wir waren letzte Woche auf der Naturweinmesse, auf den Weinmessen und sind dort irgendwie schon begrüßt worden. Die Leute kannten uns, wir sind da im Gespräch und das ist eigentlich schon was, wo man sieht, okay, wir haben irgendwie mit dem, was wir uns da vor einem halben Jahr ausgedacht haben, eigentlich im Punkt jetzt schon ziemlich viel erreicht, ohne dass wir da groß aktiv waren. Das stimmt, ja. Und was uns natürlich sehr in die Hände spielt, ist die Technik. Also wir haben, glaube ich, für unsere Verhältnisse, da ich auch lange beim Radio war, auch hinter Mikro, wie sagt man das? Keine Ahnung. Am Mikro. Habe ich auch, ist mir Tonqualität auch wichtig und deswegen war es uns auch wichtig, gute Mikros zu haben. Für unsere Zwecke ist es absolut ausreichend, das Wir müssen Equipment. Halt flexibel sein, also wir haben halt genau. Nicht die Möglichkeit, irgendwo fest im Studio aufzunehmen. Wir müssen, ich bin ständig unterwegs, der Alex ist ständig unterwegs und wir müssen dementsprechend super flexibel sein und von überall aufnehmen können, wenn wir gerade Zeit haben wollen und ja. Genau, also wir schließen unseren Laptop an, solange es Internet gibt, solange es WLAN gibt. In Köln wird es schon schwierig, aber überall anders ist es eigentlich ganz einfach. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen haben wir einen Podcast aufgenommen, da war ich im Wellnesshotel und saß mit dem Bademantel im Bett und habe den Podcast aufgenommen und du saßt zu Hause. Ich habe aus Solidarität auch einen Bademantel angezogen, aber ich genau. War zu Hause. Richtig, genau. Also das ist uns auch wichtig, weil das ist schon, ich meine, ihr wisst das alle, jeder, der einen Podcast macht, der weiß, das ist schon eine Nummer, hier jede Woche diese Disziplin zu haben und mit den 50 Minuten ist es ja nicht getan, es ist ja viel Vorbereitung, Nachbereitung mit Schnitt, also nicht mit Schnitt im Podcast, weil wir nehmen eigentlich fast live on tape auf, aber mit den Rubriken, die wir reinschneiden und mit dem Intro. Und Wir haben halt, was wir gar nicht gesagt haben, meistens ein übergeordnetes Thema, was irgendwie schon durch den Podcast führt und immer mal wieder aufgegriffen wird. Und das ist halt, auch wenn sich das alles super spaßig und easy anhört und wir bestimmt nichts vorschreiben, ist es dennoch so, dass man sich natürlich Gedanken macht, wie fülle ich die Rubriken heute, wir reden nie darüber, was ist beim anderen der Hate-Moment, was ist beim anderen das Geständnis. Das machen wir für uns, damit wir in dem Moment auch reagieren können und damit es locker und leicht bleibt. Aber wir selber machen uns natürlich Gedanken, was ist denn diese Woche überhaupt passiert, was ist überhaupt interessant zu erzählen, warum soll mir überhaupt jemand zuhören, neben dem Wein? Also das ist lustigerweise, das funktioniert schon ganz gut in der Community, dass Menschen an uns herantreten und sagen, ey, super Thema, genau so geht's mir auch oder genau das habe ich auch erlebt. Wisst ihr, worüber ihr noch sprechen könntet? So und so. Und so entstehen dann irgendwie auch neue Themen. Also eines unserer ersten Themen war zum Beispiel das passende Essen beim ersten Date. Hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, aber wenn man so ein bisschen nachdenkt, und ich meine, jeder von euch hatte wahrscheinlich schon mal so ein erstes Date. Hoffentlich. Dann ist es tatsächlich so, dass man sich überlegt, ja, guck mal, Spare Ribs, kommt vielleicht nicht so gut drüber, wenn ich die mit den Fingern esse vor meinem ersten Date. Oder Pasta. Also ich zum Beispiel kann keine Pasta essen, ohne mich dabei voll zu kleckern. Und das verbinden wir dann halt auch mit der Kulinarik. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen unser USP, dass wir dieses unter Anführungszeichen etwas schwerere Thema, nämlich den Wein, in diese lockere Atmosphäre integrieren. So sieht's aus, lieber Alex. So haben wir noch einen Punkt auf deiner Agenda? Moment, ich guck mal, ob wir noch einen Punkt haben. ja, also genau, das mit dem Unterhaltungsformat in Österreich, ich glaube, dass wir da sehr, sehr am Anfang stehen, weil in Deutschland sind Unterhaltungspodcasts ja schon sehr verbreitet. In Österreich ist es noch ein bisschen, wie gesagt, in den Kinderschuhen. Ich vergleiche es immer ganz gern mit Comedians und Kabarettisten. Wir haben ja in Österreich eine große Kabarettszene, ich weiß in Deutschland auch, aber wir haben in Deutschland auch eine große Comedianszene und so ist es da halt auch. Viele Podcasts in Österreich sind halt politisch, haben einen Bildungshintergrund, haben... Was auch gut ist. Also was super ist. Es gibt richtig tolle Podcasts, auch tolle Kollegen, mit denen wir in Kontakt sind. Aber das Entertainment ist noch gerade so ein bisschen am Anfang. Genau. Ja. Und was bei uns vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir
dass wir diese Rubriken, die wir haben, die wechseln auch unterschiedlich. Also wir haben nicht alle Rubriken in einer Folge, sondern wir haben halt den Burner der Woche sozusagen, den Wein, den haben wir in jeder Folge und dann wechseln die Rubriken. Also wir haben zum Beispiel auch eine Rubrik, die nennt sich Deutschland versus Österreich, weil natürlich das auf der Hand liegt, dass wir beide ja, also dass ich in Wien bin, Verena in Köln, dass es da einfach wahnsinnig viel kulturelle Unterschiede gibt. Dass man gar nicht so glaubt im ersten Moment. Also man schmeißt das ja alles gerne in einen Topf und wir sprechen alle die gleiche Sprache, auch wenn das die Österreicher wahrscheinlich jetzt wieder dementieren würden. Aber ja, da sind halt wirklich große Unterschiede. Dem Alex fällt es vor allen Dingen auf, weil er auch lange in Deutschland gelebt hat. Ich bin ständig in Österreich, allein wegen des Podcasts jetzt. Und ja, jetzt... was wäre denn dein Deutschland versus Österreich Moment hier jetzt irgendwie? Ja, hier würde mir direkt einfallen, nachdem ich jetzt schon ein paar Tage hier bin, weil wir waren ja auch letzte Woche auf der Weinmesse hier in Köln auf der Naturweinmesse und dann auf der Prowein in Düsseldorf. Was mir direkt auffällt, ist, dass es hier einfach diese wahnsinnig tolle Institution der Bütchen gibt, also das Kiosk, wo man einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit hingehen kann, wenn man Hunger oder Durst hat. Das gibt's bei uns tatsächlich nicht. Ja, also da kann man, wenn man wirklich was essen oder trinken will für zu Hause, sich kaufen möchte, muss man halt zur Tankstelle gehen. Also das ist schon eine tolle Institution und finde, das könnte man ruhig auch übernehmen. Ja, absolut. Ich finde, wenn es da auch noch WLAN gäbe, dann wäre es natürlich perfekt. Ja, also schön, perfekt. Ja, genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Unser Podcast ist angesiedelt im kulinarischen Bereich, vor allem im Naturweinbereich. Aber wir streuen auch ein bisschen Unterhaltung ein, damit es halt nicht so schwerfällig wird und damit halt auch nicht Leute, die nicht aus der Branche kommen, dann sagen, puh, das ist mir zu komplex. Da habe ich auch keinen Kopf dafür, mich jetzt mit Pinot Noir oder Cabernet Franc Trauben auseinanderzusetzen. Warum auch? Genau, deshalb hast du mich ja, ich verbinde immer nur das Gefühl damit und uns geht ja auch darum, dieses Thema Naturwein nach vorne zu preschen, dementsprechend ist es ja auch wirklich wichtig, dass wir auch eine breite Masse ansprechen und das geht leider nicht ohne auch die Unterhaltungsfaktoren damit einzubauen. Ganz genau. So, also ihr könnt jetzt natürlich gerne Fragen stellen. Oder was verkosten, wie ihr möchtet. Wir können es auch so machen, dass jeder, der eine Frage stellt, kriegt einen Schluck. So, oh, auf einmal so viele Fragen. Genau, wir haben ungefähr 8 Minuten oder so. Hi, mir ist aufgefallen, dass ihr, als ihr den Wein jetzt gerade verkostet habt, gar nichts über den Geruch gesagt habt. Mhm. Macht ihr das immer so? Weil ich hätte jetzt vermutet, Geruch ist etwas, was man mit Vergleichen und so sehr gut auch auditiv übertragen kann. Ja, also das stimmt. Ja, also du hast recht, wir machen das normalerweise mit dem Geruch schon. Das Thema ist, beim Naturwein, und das wird man merken, also wenn du gerne probieren magst dann mal, wirst du merken, dass Naturwein eben aufgrund der Tatsache, dass er keine Zusätze hat, oft einen sehr ungewöhnlichen Geruch hat. Das heißt, es ist nicht wie bei einem klassischen Wein, dass du da reinriechst und du verknüpfst sofort, wie er schmeckt. Ja? Also es ist eher ein Stink, es stinkt erstmal für dich. Also für jeden, der es nicht kennt, es stinkt erstmal. Deshalb muss nicht man jeder Naturwein, das muss man auch dazu sagen. Nein. Ja. Es hat solche Züge. Deshalb muss man den stehen lassen. Und jetzt wäre zum Beispiel der Punkt beim Podcast, wo man sagt, oh, jetzt habe ich irgendwie 3-4 Schlücke genommen, jetzt stand der eine halbe Stunde, jetzt rieche ich nochmal dran und habe sofort die Blumenwiese in der Nase. Also das wäre jetzt dann der Punkt. Aber das ist ein Thema natürlich bei Naturwein und auch etwas, was viele vielleicht abschreckt, weil sie das nicht kennen. Ja? Und es ist gar nicht so, dass das jetzt Banausen sind, die sich nicht mit Wein oder Kulinarik auseinandersetzen, sondern ich war diese Woche bei Galeria Kaufhof und habe gefragt, ob sie Naturwein haben. Ich wusste, dass sie keinen haben. Ich wollte nur mal fragen, wie sie reagieren. Und am Ende standen wir mit 3 Mitarbeitern da, die alle 3 keine Ahnung hatten, wovon ich rede. Und das ist genau das Thema. Und wenn man da sich so auf seinen Geruch verlässt und da reinriecht und sagt, boah, es riecht so ein bisschen nach Misthaufen, dann hat man verloren. Ja, genau. So, also lasst euch nicht von dem Geruch täuschen. Aber natürlich, wenn es einen wirklich tollen Geruch hat, der erwähnenswert ist, dann sprechen wir das natürlich im Podcast schon an. Ja, mir ist
Auch aufgefallen, dass ihr nicht angestoßen habt. Da habe ich mich gefragt, ob ihr generell im Podcast so Atmo-Geräusche einbindet, anstoßen, aufmachen, einschenken. Wir sitzen ja nicht gegenüber, deshalb muss das ja, so ein bisschen, ja, also es ist so, kommt einem ein bisschen komisch vor, wenn man alleine vorm Mikro sitzt und dann mit der Flasche anstößt. Und aber wir machen es im Podcast auf, wir stoßen dann mit der Flasche an, je nachdem, wenn es, also bei mir, weil ich habe ja immer den Wein, wenn der Alex jetzt einen Gin trinkt oder Schnäpschen, dann eher nicht so. Aber das bauen wir schon mit ein, ja. Ja, also Atmo ist auf jeden Fall dabei, also weil das gehört ja auch dazu, finde ich, so ein bisschen, um dieses, auch dieses Gefühl zu erzeugen. Das heißt, auch das Öffnen der Flasche, das Einschenken, den Schluck, das Trinken, also das haben wir auf jeden Fall dabei, ja, genau. Gibt's noch Fragen? Ja, vielleicht ein bisschen off-topic, aber wenn es um kulinarische Podcasts geht, was ich suche, ist ein Podcast, der sich ein bisschen mit dem Kochen beschäftigt. Ich kannte den Kulinarikast und Kombüse mit Holgi, aber jetzt seitdem, die sind ja beide, glaube ich, eingestellt und seitdem habe ich jetzt keinen mehr gefunden, wo das sich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kennt ja jemanden. Okay, gut. Ja, also zu der Frage noch. Wir haben uns auch natürlich Gedanken gemacht, wie kann so ein Podcast aussehen, und über Koch-Podcast habe ich mir schon lange Gedanken gemacht, weil ich ja selbst Kulinarik-Journalist bin und auch selbst gerne koche. Das Thema mit dem Kochen ist halt so ein, also ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig insofern, als dass man bei Kochen schon oft auch sehen muss, wie wird's gemacht. Also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel ein Kaninchen zerlegt, dann kann man das, also ich kann es nicht erklären, ja, sondern das muss man einfach sehen, so hier die Hinterläufe spreizen, da einschneiden. Also das ist schon etwas, ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad möglich, aber ich glaube auch, dass es oft einfach das Bild braucht, ja. Aber also wenn du eine Lösung hast, ich bin total offen für Koch-Podcasts. Ich finde es ein super Thema, weil das auch etwas ist, was man super, also man kann ja die Kopfhörer im Ohr haben und nebenbei irgendwie Gemüse schnippeln, das ist schon ganz gut, ja. Wie ist denn so die andere Perspektive? Gibt es Essens-Podcast? Weil das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? So Essen tut man genau wie Wein trinken, irgendwie gesellig beieinander und spricht dabei über irgendwas. Aber ich stelle mir vor, dass gerade so Essensgeräusche in Podcasts unangenehm sind. Habt ihr darüber, also gerade aus Perspektive der Kulinarik, dass man irgendwas Gekochtes isst oder ein Käse-Podcast, ich weiß es nicht. Also ich habe noch nichts von einem Käse-Podcast gehört, aber genau. Deswegen. Hey! Ja. Ja. Es gibt einen Käse-Podcast. Der Käsekeller. Der Wahnsinn, aber so, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Stimmt. Ja. Genau, der Genusscast. Das Ding ist, ja, also alles, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission, alles, was man riechen und schmecken kann, hörbar zu machen. Und das wird sicher auch bei uns einer der nächsten Schritte werden, dass wir auch noch mehr Produkte, und da wird es aber nicht um Rezepte gehen und nicht um irgendwelche Gerichte, sondern da wird es ganz klar um Produkte gehen, wie der Ingwer, den ich vorher angesprochen habe. Und da haben wir einfach in Deutschland und in Österreich noch viel mehr eine wahnsinnige Szene. Das ist natürlich auch dem Klimawandel geschuldet, dass mittlerweile Dinge bei uns angebaut werden, die früher halt nicht bei uns gewachsen sind. Ja. Und dafür auch so ein bisschen Sensibilität zu bekommen, das liegt uns auch am Herzen. Ja. So, wir sind, glaube ich, durch mit der Zeit. Vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Fragen. Dankeschön.